Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute zeige ich euch einen kleinen Mini H&M Haul. Ich habe mir letztens dort ein paar Sachen bestellt, beziehungsweise da habe ich auch ein paar Sachen zurückgeschickt. Insgesamt habe ich mir 5 oder 6 Sachen bestellt und letztendlich habe ich mich für 3 tolle neue Kleidungsstücke entschieden. Und genau, das waren insgesamt 5 und die anderen beiden habe ich wieder zurückgeschickt. Ja, die Größen bzw. die Preise schreibe ich euch hier unten in die Beschreibung rein. Und ja, ich zeige euch dann jetzt meine Sachen, die ich bei H&M bestellt habe. Viel Spaß mit meinem neuen Video. So, das erste Teil, was ich mir bestellt habe, ist eine Leggings, wie ihr erkennen könnt. Und ich muss sagen, die gefällt mir richtig gut, weil die hat hier oben, das ist alles Stretch. Und ja, hier, ich weiß gar nicht, ob das im Video so gut kommt, hier seht ihr noch ein Muster, was sich da auch auf der anderen Seite über die Hose sozusagen hinwegzieht und auch auf der Rückseite ist. Und die gefällt mir wirklich richtig gut. Das nächste Kleidungsstück, was ich mir gekauft habe, ist ein Kleid. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch wirklich sehr gut. Wie ihr seht, es hat ein Blumenmuster. Und ich zoome hier nochmal ein bisschen ran. Hier seht ihr das vielleicht, diese, wie sagt man das, Punkte. Das ist vom Stoff. Und ich zeige euch das mal. Hier ist noch ein Unterkleid. Und ja, hier sieht man schon ein bisschen die Haut durch. Genau, das sind hier so eine Art, wie sagt man das, Puffärmel heißt das, glaube ich. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich drehe das Kleid einmal um. So, jetzt könnt ihr das Kleid nochmal von der Rückseite sehen. Und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, es ist rückenfrei. Also es geht hier erst, ja, ich muss mal gerade überlegen. Also der Arsch ist auf jeden Fall bedeckt, beziehungsweise das Hinterteil. Ja, das sitzt auch sehr gut. Und das dritte und somit letzte Teil ist etwas unförmig und sieht vielleicht etwas komisch aus. Aber angezogen sieht das richtig süß aus. Und das ist ein kurzärmiger Cardigan. Und der geht mir bis zum Hinterteil. Also das, ja, mein Hintern ist ein bisschen bedeckt noch. Und ja, ich finde das total schön, dass das auch so gestrickt ist. Ja, es ist nochmal was Schönes zum Übergang. Und mir gefällt der Cardigan auch sehr gut. Ja, Freunde, das soll es dann auch tatsächlich mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Und ja, wenn ihr jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis dann. Tschüss!